Wie gesagt, willkommen im Online-Raum vom Afroasiatischen Institut Salzburg und eben auch willkommen Herr Blecher als Vortragender, der ist schon dabei. Also, mein Name ist Maya Lu, ich bin Bildungsreferentin am Afroasiatischen Institut und werde heute den Vortrag moderieren. Und der Vortrag, der befasst sich jetzt mit Migration und Fremdenfeindlichkeit in Costa Rica. Und dazu habe ich eine kleine PowerPoint, um den Ablauf auch kurz zu erklären. Also wie gesagt, der Vortrag wird von Laurin Blecher gehalten, der Historiker und Lateinamerika-Experte ist und an der Universität Wien arbeitet. Und das Webinar dauert jetzt eine Stunde. Es wird von Herrn Blecher 30 bis 40 Minuten Input geben. Und anschließend gibt es dann noch Raum für Diskussion, also ungefähr auch so eine halbe Stunde. Das Webinar wird mitgeschnitten. Das heißt, es wird dann später dann auch über unseren YouTube-Channel dann verfügbar gestellt. Also wer jetzt lieber nicht, also wer anonym bleiben möchte, der soll sich halt ein Pseudonym geben. Genau. Dann die Teilnahme am Webinar. Also gerne eben sich noch per Video dazuschalten. Es ist ja immer nett, wenn man sich sieht und weiß, wer dahinter steckt. Und auch eben gerne das Mikro und dann dazu sprechen. Während des Vortrags werden wir die Mikros stumm schalten und dann bei der Diskussion wieder einschalten. Aber wer jetzt wirklich eine Frage hat, eine Verständnisfrage, kann natürlich jederzeit auch das Mikro einschalten und was sagen. Oder eben auch per Chat Sachen oder Fragen einbringen. Und genau beim Chat, das ist möglich, das während des ganzen Vortrags und der Diskussion auch zu verwenden. Und ich werde das auch verfolgen und Sachen notieren, falls die dann erst später herangezogen werden sollen. Oder eben auch Verständnisfragen, falls sich jemand nicht traut zu reden, werde ich versuchen zu nennen. Genau. Genau, im Anschluss gibt es dann Diskussion und das heißt wirklich, dass alle eingeladen sind, mitzureden und Fragen zu stellen oder einfach ins Gespräch zu kommen zum Thema. Genau, im Hintergrund gibt es auch einen Technical Support, also den Marcel Singal, der wird auch den Chat für technische Fragen betreuen und ist auch telefonisch erreichbar, falls irgendwer gröbere Probleme hat oder irgendwelche Bekannten hat, die gerade nicht dazu kommen. Genau. Und jetzt werde ich auch noch kurz den Herrn Blecher vorstellen. Da mache ich jetzt mal die PowerPoint zu. Herr Blecher ist eben Historiker und hat Geschichte studiert an der Universität Wien, aber auch in Managua in Spanien, in Nicaragua und auch in Granada in Spanien. Genau. 2011 war er auch für mehrere Monate bei einer NGO tätig und 2014 hat er einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt auch dort gehabt. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte Zentralamerikas, Erinnerungs- und Geschichtspolitiken in den Amerikas, die Beziehung zwischen Europa und Lateinamerika im Kalten Krieg auch besonders. Und ja, somit gebe ich dir halt jetzt das Wort, Laurin. Und ja, viel Erfolg beim Vortrag und einen interessanten Input wünsche ich allen. Ja, vielen herzlichen Dank, Maya. Ja, zuallererst herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und auch Zuschauerinnen. Ich freue mich sehr auf das Webinar. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich sowas mache, vor einem etwas größeren Publikum virtuell. Sonst ja immer Präsenz, aber in der jetzigen Zeit finde ich das eine sehr, sehr gute Idee und ich danke auch dem Afroasiatischen Institut, stellvertretend natürlich dir, Maya, sehr herzlich dafür und auch Marcel, dass ihr die ganze Organisation so exzellent auch gemacht habt bisher, auch den technischen Support. Finde ich wirklich sehr, sehr toll, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Also ich hoffe, das wird genauso spannend wie ihr das letzte Mal das gemacht habt. Das ist jetzt das zweite Mal schon und ich hoffe, ich kann allen einen ganz spannenden Nachmittag damit bieten mit diesem Thema. Und ich möchte gleich starten, weil vielleicht eine der wichtigsten Fragen ist immer, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit einem Thema? Ja?
Maya hat ja schon ein bisschen was von meiner Biografie auch erzählt. Ich finde das immer ganz wichtig, auch wie Themen zustande kommen. Und ich möchte Ihnen da ganz kurz einmal einen Überblick geben. Das Thema ist eigentlich vor 2 Jahren entstanden mit einer Kollegin von mir, mit der Frau Dr. Julia Hanunkur. Vielleicht stößt die auch nachher noch dann hier zu uns hinzu. Und wir haben die Entwicklungen in Lateinamerika, beobachten wir sehr genau, was dort passiert, natürlich aufgrund unserer Forschungsschwerpunkts. Wir beide sind Lateinamerika-Historiker, wobei Frau Hanunkur eben hier besonders zu Brasilien forscht und ich eben zu Zentralamerika. Und der Hintergrund war, dass es hier aufgrund 2 politischer Krisen eben in 2 unterschiedlichen Regionen, also einerseits in Zentralamerika und andererseits in Venezuela mit der politischen Krise des Maduro-Regimes zu Migrationsbewegungen gekommen ist, zu sehr großen Migrationsbewegungen. Und es ist einfach auch in Lateinamerika eine zentrale Thematik geworden in den letzten Jahren, die Flüchtlingsthematik, die Migrationsthematik und alles drumherum der politische Diskurs. Ja. Und so war es uns wichtig, einfach auch da mal genauer als Wissenschaftlerin hinzuschauen und unsere Resultate dann aber auch einer Öffentlichkeit vorzustellen. Ich finde das eine sehr gute Möglichkeit, hier ein paar Ergebnisse, zumindest was meinen Teil betrifft, zu Zentralamerika hier jetzt Ihnen vorzustellen. Und ich möchte Ihnen da gleich ganz was Aktuelles sozusagen dazu zeigen, im Kontext dessen auch, also im Jahr 2018, kam auch in den österreichischen Medien das ein bisschen an, was auf zentralamerikanischer Ebene hier passiert ist und genauer gesagt eben zwischen Costa Rica und Nicaragua, um das sich das Webinar jetzt im Speziellen hier dreht. Sie können diese Pressemitteilung jetzt unterschiedlich auffassen, als ein bisschen eine Kuriosität auch mit den Hakenkreuzen hier, die angeblich auf dem zentralen Platz von San José zu sehen waren, oder eine sehr gut platzierte plakative Headline. Nichtsdestoweniger, es weckt natürlich das Interesse von der interessierten Öffentlichkeit, ja, aber natürlich von uns als Historikerinnen persönlich. Und ich möchte Ihnen, wenn Sie das nur so sehen, so wie es mir damals passiert ist, kommt Ihnen das vielleicht ein bisschen merkwürdig vor und Sie verstehen das auch manchmal vielleicht nicht ganz, warum plötzlich hier mit Hakenkreuzen in Zentralamerika gegen Flüchtlinge aus Nicaragua demonstriert ist. Und mein Vortrag zielt eigentlich darauf hin ab, dass wir ein bisschen zurückgehen in die Geschichte und schauen, wo kommen eventuell xenophobe und rassistische Diskurse, Anfeindungen bis zu Protesten hier her in einer Region, die eben in der öffentlichen Berichterstattung sehr, sehr wenig oft zu sehen ist. Um Ihnen ein bisschen diesen Kontext jetzt zu bringen, ist es ganz wichtig, einmal damit anzufangen, was wir überhaupt für eine innenpolitische Situation in Nicaragua haben. Seit 2006 regiert dort wieder die sogenannte Frente Sandinista de Liberación Nacional, eine ehemalige Guerilla-Organisation, ja, jetzt politische Partei, mit dem Präsidenten Daniel Ortega. Die Frente hat es geschafft, seit den 2010er Jahren mit sozialpolitischen Maßnahmen Großteile der Bevölkerung hinter sich wiederzubringen nach den 1980er Jahren. Sie versuchen ständig oder historisch gesehen auch, sich besonders an den ärmsten Teilen der Bevölkerung zu wenden mit Sozialprogrammen. Und dies stand jetzt auch im Kontext der sogenannten progressiven Regierungen, die besonders in den 2010er Jahren in Lateinamerika sehr viel Popularität genossen. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, einige Namen sagen Ihnen sicher etwas, Ignacio Lula da Silva in Brasilien, die Kirchner-Regierungen in Argentinien, Rafael Correa in Ecuador, um nur einige zu nennen. Ja. Und in diesem Kontext Hugo Chavez in Venezuela wäre noch zu nennen. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass es eine gesamt-lateinamerikanische Integration auch gab. Die hat auch ökonomisch stattgefunden mit bilateralen Verträgen und Kooperationen, aber vor allem mit einem sehr großen Selbstbewusstsein auf weltpolitischer Bühne auch. Die Absicherung, die ökonomische Absicherung der Sozialprogramme geschah oft durch Erleichterungen, durch wirtschaftliche Erleichterungen, die sich die einzelnen Staaten gegenseitig gegeben haben. Ja, auch alte Allianzen sind wieder auferstanden. Kuba hat wieder, wie so oft, Ärzte in verschiedenste Teile Lateinamerikas geschickt.
unter anderem eben auch nach Nicaragua. Die Kehrseite des Ganzen war aber in Nicaragua, dass die Sandinistische Partei, sehr, sehr starken Einfluss auf die Institutionen ausgeübt hat und ausgebaut hat. Sie hat das mit für sie vorteilhaften Allianzen auch oft gemacht, teilweise um auch an den Wahlurnen erfolgreich zu sein und Konzessionen zu machen. Eines davon war die Rücknahme des Rechtes auf Abtreibung, unter anderem um vor allem die katholische Kirche oder Institutionen, die nahe der katholischen Kirche waren, die hier sozusagen auf die Seite zu bekommen, aber auch mit der mächtigen Privatwirtschaft. Sie haben sich da der politischen Kultur Nicaraguas sehr stark bedient, die stark von Klientelismus geprägt ist. Ja. Und das kann als politische Kultur des Landes beschrieben werden, aber diese Allianzen gehen sozusagen durch alle Gesellschaftsschichten des Landes durch. Seit 2006 regiert, wie gesagt, die Frente. Dieses System, was sie geschaffen haben, ist aber jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark an seine Grenzen geraten, vor allem demokratiepolitisch. Und da gibt es für die jetzige Situation zwei wichtige Ereignisse, die ich Ihnen kurz schildern möchte. Im März 2018 gab es einen Brand in einem Nationalpark, eigentlich ist es ein Biosphärenreservat, Indio Maíz heißt er. Und die Regierung hat da sehr lange zugeschaut, Umweltaktivisten haben da schon der Regierung Untätigkeit vorgeworfen, haben schon gesagt, die lassen das eigentlich abbrennen, um hier auch an Land zu bekommen. Die Landfrage ist immer eine sehr große in Lateinamerika, ja, um hier billig an Land zu kommen und an Rohstoffe auch zu kommen. Und das zweite war eine Reform des Sozialversicherungssystems. Das hat vorgesehen eine Reduzierung der Pensionen um fast 5% und Erhöhungen von Beitragszahlungen. Und anfangs haben sich sehr stark Seniorinnen und Senioren gegen diese Maßnahmen gewendet, die unter anderem vom Internationalen Währungsfonds damals gefordert worden sind. Und schrittweise sind immer mehr und mehr junge Leute, haben sich solidarisch gefühlt mit dem Ganzen, haben an diesen Protesten dann teilgenommen und haben diese ältere Generation unterstützt. Aber immer in diesem Kontext auch, um gegen die wachsende Korruption im Land aufmerksam zu machen, um gegen die Misswirtschaft anzukämpfen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Regierung mit sehr, sehr äußerster Brutalität gegen die Studierenden und gegen die Protestanten vorgegangen ist. Und das Ganze dann im April explodiert ist. Ja. Es kam zu Straßenkämpfen. Bis heute sind etwa ungefähr 550 Menschen ums Leben gekommen in diesen Kämpfen. Um sich ein Bild zu machen, Nicaragua hat etwas weniger Einwohner als Österreich. Ja. Also die Chance, jemanden zu kennen, der in diesen Kämpfen auch wirklich umgekommen ist, ist sehr, sehr hoch. Ja. Also es sind sehr kleine Netzwerke, es ist ein kleines Land. Man kennt bald jemanden, der daran teilgenommen hat. Ja. Wie ich gesagt habe, etwa 550 Tote in diesen Konflikten, sehr, sehr tausende Verletzte und viele Verschwundene auch. Wir wissen bis heute von zahlreichen Aktivisten, Aktivistinnen nicht, wo sie sind, auch von Journalisten und Journalistinnen, Menschenrechtsaktivisten. Viele sind natürlich geflohen, aber viele wissen wir nach wie vor nicht, wo sie sind. Und in dieser ganzen Stimmung kam es zu einer sehr, sehr starken Flüchtlingsbewegung ab April 2018, vor allem in die Nachbarländer und vor allem nach Costa Rica. Ich möchte ganz zu Anfang auch wichtigerweise sagen, dass die Solidarität in Costa Rica eine ganz große war. Ja, die Solidarität gegenüber den Nicaraguanerinnen war fast größer als das sozusagen andere, das Negative, was ich heute schwerpunktmäßig erzählen werde. Solidarität hat auch hier überwogen, auch von der Regierung her, wurden viele Programme initiiert für die Flüchtlinge und für die asylsuchenden Nicaraguanerinnen. Aber es hat sich dann gezeigt, dass im Juli und August 2018, als der Höhepunkt dieser Flüchtlingsbewegung Richtung Costa Rica waren, plötzlich vor allem auf den sozialen Medien, auf Facebook, Twitter, sich rechte Bewegungen, rechtskonservative Bewegungen gesammelt haben und sich diese auch vernetzt haben international. Und die haben eine restriktive Herangehensweise von der Regierung gefordert, da sie für die sogenannte Bewahrung der kostarikanischen Nation oder der Rettung der kostarikanischen Nation eingetreten sind. Und das mag Sie jetzt vielleicht auch ein bisschen überraschen,
Weil ja Costa Rica in der allgemeinen, sozusagen, im allgemeinen Bild, was wir von Costa Rica haben, eher so ein bisschen ein Sonderfall ist in Zentralamerika. Also das Selbstverständnis der Costa Ricaner ist sehr stark von demokratischen Strukturen geprägt, die auf die lange demokratische Tradition auch der Institutionen aufbauen in dem Land. Es gibt eine liberale Medienlandschaft und sehr progressive Politiken. Die gleichgeschlechtliche Ehe wird heuer noch auch dort eingeführt, zwischen heterosexuellen und homosexuellen Paaren. Und das ist dieser Kontrast, auch den wir in Zentralamerika haben. Costa Rica sticht da eben heraus. Es gibt eine Mittelklasse. Ja? Es gibt eine höhere Lebenserwartung dort im Vergleich zu den anderen Republiken. Ganz zentral für das Selbstverständnis der Costa Ricaner auch, dass sie zum Beispiel kein Militär haben seit 1949. Ja? Außenpolitisch fungiert das Land sehr, sehr neutral. Also man stellt sich oft in Konflikten als neutraler Vermittler ein, auf zentralamerikanischer Ebene, aber auch auf transnationaler Ebene. Und das Ganze hat der Costa Rica so eine Art Name gegeben, die Schweiz Zentralamerikas. In der neueren Forschung ist das sehr, sehr problematisch, wenn wir solche Stereotypen oder solche Zuschreibungen verwenden, weil wir finden sehr viel Widersprüche im Selbstverständnis und auch in der Interpretation von historischen Prozessen. Und ich möchte auch darauf kurz eingehen, was eigentlich diese kostarikanische Identität ist und was sie auch mit der ganzen Flüchtlingsthematik sozusagen dann zu tun hat. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz, um das Ganze auch sozusagen Ihnen ein Bild davon zu geben, überhaupt, wo wir uns geografisch bewegen und damit Sie das Ganze ein bisschen besser verfolgen können, hier kurz eine Karte von Costa Rica geben, wo wir uns überhaupt befinden. Sie sehen hier Zentralamerika oder das, was wir landläufig als Zentralamerika heute verstehen. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala und Belize. Und hier eben Costa Rica eigentlich fast genau im Zentrum des zentralamerikanischen Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika und eben genau um diese Grenze zu im Norden zwischen Nicaragua geht es ganz stark. Besonders hier, dieser Grenzübergang ist ganz zentral. Hier kommen die meisten Nicaraguanerinnen nach Costa Rica, also wenn sie nach Costa Rica kommen oder auch weiter südlich, wenn sie nach Panama zum Beispiel weitergehen. Und wie Sie sehen, durch die zentrale Lage von Costa Rica ist ja eigentlich die Geschichte Costa Ricas per se, könnte man sagen, fast eine der Migrationsgeschichte. Darf ich Ihnen nur ein paar Beispiele geben? Deswegen denken Sie zurück, sozusagen die Bevölkerung, die von Nordamerika hinuntergewandert ist nach Zentralamerika. Wir sprechen von präkolonialer Zeit, also vor Kolumbus. Dann natürlich die sogenannte Entdeckung oder die Besiedelung, die Kolonisation durch die Europäer ab dem 16. Jahrhundert, der transatlantische Sklavenhandel. Das sind alles eigentlich Faktoren, wo wir sagen, Zentralamerika oder generell Lateinamerika ist per se ein Migrationsort und ein Ort der interkulturellen Begegnung eigentlich ersten Ranges. In der Neuzeit ist ganz zentral das 19. Jahrhundert für die Geschichte nicht nur Costa Ricas, aber generell Zentralamerikas. Und da möchte ich Sie auf ein politisch-ökonomisches Modell hinweisen, das sogenannte Modello Agroexportador. Da geht es um Agroexport, also um den Export von vor allem dem agrarischen Produkten, Kaffee, Bananen, Baumwolle und vor allem Zucker in Zentralamerika. Sie kennen das sicher, die sogenannten Cash Crops. Ja. Darauf haben sehr viele Republiken in Zentralamerika ihre Wirtschaften aufgebaut, auf einen ganz intensiven Export dieser Produkte. Im Jahr 1870 zum Beispiel hat Costa Rica 90% seines Exports hat auch von Kaffee bestanden, um nur Ihnen eine Zahl zu geben. Was hat das bedeutet, dieses Modell sozial auch und technologisch? Es hat einen sehr intensiven Einsatz von moderner Technologie erfordert, also zum Beispiel die Eisenbahn. Eisenbahn sozusagen die Linien von den Plantagen, der Transport von den Plantagen des Zuckers oder des Kaffees oder Bananen
an die jeweiligen Küsten und dann natürlich saisonale Arbeitskräfte. Sie brauchen für Plantagenwirtschaft enorm viel Arbeitskraft. Und vor allen Dingen, wenn sie sich in einem kapitalistischen System bewegen, billige Arbeitskraft, klarerweise. Ja. Und das war das Ziel der Eliten in Zentralamerika, ihre Länder an den kapitalistischen Weltmarkt anzuknüpfen. Und dadurch haben die kostarikanischen Eliten an Mitte des 19. Jahrhunderts versucht, hier Einwanderungspolitiken zu forcieren. Das hat sich aber zuerst vor allem eine sehr stark an die Europäer gewandt. Also sie wollten europäische Siedler ins Land holen. Und das aus zweierlei Gründen. Der erste Grund eben, um hier Arbeitskräfte auf den Plantagen zu haben. Aber der zweite Grund war, hier durch ihre Identitätspolitiken sozusagen die kostarikanische Identität europäisch zu machen. Was hat das konkret geheißen? Ganz rassistische Zuschreibung. Europäer haben eine weiße Haut. Das galt als besser, als zivilisierter. Ja. Sozusagen die weiße Identität Costa Ricas dadurch zu stärken. Und das war in Costa Rica ganz, ganz zentral ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Nur ist es dann nicht so gekommen, und das ist irgendwie der Widerspruch des Ganzen. Die Europäerinnen, die nach Costa Rica gekommen sind, die waren einfach nicht für das Klima auch geschaffen. Ja. Also sie haben tropische Hitze, sie haben Krankheiten, enorm schwierige, vor allem klimatische Bedingungen, um eine schwere, harte Arbeit an den Plantagen zu machen. Das wollten einfach die meisten Immigranten aus Europa nicht. Dadurch sind sie verstärkt in die Städte gegangen oder dort geblieben, sind Händler, Kaufleute und auch Unternehmer geworden und oftmals Unternehmer genau dieser Kaffeeplantagen. Und was dann passiert ist, ist, dass man erst recht wieder auf sogenannte billige Arbeitskräfte aus dem näheren Raum, also vor allem aus Jamaika, aber auch aus Panama oder eben aus Nicaragua zurückgegriffen hat. Und hier spricht die kostarikanische Historikerin Patricia Alvarenga von drei verschiedenen Typen eigentlich von Migrantinnen in Costa Rica. Ja, und das können wir eigentlich vom 19. Jahrhundert verfolgen bis heute. Sie sagt, es gibt eine erwünschte Migration. Das ist, wie gesagt, schon meist Europäerinnen. Ja, und die fallen in diese Kategorie, um die kostarikanische Identität weiß und europäisch zu machen oder zu stärken oder zu erhalten. Und die zweite ist eine unerwünschte Migration. Das ändert sich immer. Ja. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts Restriktionen, Einwanderungsrestriktionen gegen Personen aus China, aus dem Osmanischen Reich oder Roma und Sinti. Also die ändern sich immer wieder, die werden auch immer wieder zurückgenommen und angepasst. Und dann, und das ist das Interessante eigentlich, dann spricht sie von sozusagen Migration als notwendiges Übel. Und das sind genau die Nicaraguanerinnen oder die Jamaikanerinnen oder die Personen aus Haiti. Die will man zwar nicht, aber man braucht sie eben für bestimmte Arbeiten im Land. Und wir sehen schon sehr gut, und Alvarenga betont das auch in ihrem Buch, dass es hier eine Hierarchisierung der Gesellschaften gibt und eine rassistische Zuschreibung, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts fortgetragen wird, die natürlich viel stärker war im 19. Jahrhundert, und wir müssen das immer natürlich auch im Kontext sehen. Mitte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts bewegen wir uns in wissenschaftsgeschichtlichen Rahmen, wo sozialdarwinistische Theorien als ganz normal angesehen werden oder als ein Theoriespektrum, oder auch eugenische Theorien sind sozusagen im Wissenschaftskanon drinnen. Für uns heute natürlich komplett unvorstellbar, ja, und natürlich auch mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts unvereinbar. Aber wir müssen es auch immer aus dem historischen Kontext heraus betrachten. Wir stellen fest, dass sozusagen seit dem 20. Jahrhundert auch Migranten und Migrantinnen sehr stark im öffentlichen Diskurs auch als gefährlich oder als unzivilisiert dargestellt werden, immer in Bezug auf die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist eben das Zentrale im 19. Jahrhundert. Es entsteht so ein Diskurs von wir, also die Costa Ricaner,
und die anderen. Das beobachten wir in vielen Ländern, das ist nichts Kostarikanisches, das beobachten wir in vielen Ländern, vor allem natürlich auch in Europa. Es ist die Nationswerdung, wer sind wir, woher kommen wir? Und das passiert natürlich auch in den zentralamerikanischen Ländern. Jetzt konkret zu den Nicaraguanerinnen, wenn wir uns, wir haben zufällig in der Wissenschaft sehr gute Zensusdaten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und wir wissen sehr genau eigentlich, dass die Nicaraguaner immer oder stets seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 80er Jahre hinein des 20. Jahrhunderts die größte Gruppe an Migrantinnen waren. Ja. Und wir können grob in drei großen Migrationsbewegungen hier unterscheiden, die sehr, sehr auch zentral sind für das, was heute passiert. Die erste fand Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Ich habe das schon erwähnt, mit der Ausdehnung der Plantagenwirtschaft. Viele Nicaraguanerinnen kommen nach Costa Rica, weil sie ökonomisch hier bessere Chancen sehen. Sozial ist der Aufstieg eher nicht so gegeben, aber vor allem ökonomisch boomt der Kaffee viel, viel mehr in Costa Rica als in Nicaragua zu der Zeit. Also vor allem eine wirtschaftliche Migration. Die zweite Migrationsbewegung fand dann in den 70er und 80er Jahren statt. Das hat mit der innenpolitischen Situation Nicaraguas damals zu tun. Das politische Geschehen ist dadurch bestimmt, dass wir in Nicaragua in den 70er Jahren noch die Somoza-Diktatur haben. Eine Diktatur einer Familie, der Somoza-Familie, die seit den 30er Jahren Nicaragua beherrscht und die dann von der Frente Sandinista, die ich schon am Anfang erwähnt habe, gestürzt wird, am Anfang der 80er Jahre. Aber im Zuge des Konflikts kommt es vor allem zu Migrationsbewegungen nach Costa Rica aus politischen Motiven. Costa Rica ist ein Staat, wo Nicaraguaner Schutz finden vor politischer Verfolgung des Regimes und bleiben auch in dem Konflikt oftmals dort. In den 80er Jahren haben wir die Situation, dass in Nicaragua die Revolutionsregierung herrscht, also die Frente Sandinista herrscht dort. Viele Nicaraguanerinnen kommen wieder zurück nach Costa Rica, aber dann beginnen die Konflikte auf zentralamerikanischer Ebene. In Nicaragua ist dies der Contra-Krieg, der sogenannte Contra-Krieg, auch stark mit der Einflussnahme der USA verbunden. Und hier fliehen wieder sehr, sehr viele Nicaraguanerinnen und Costa Rica. Und hier haben wir jetzt eine ganz entscheidende Trendumkehr in den 80er Jahren. Viele Nicaraguanerinnen bleiben dann in Costa Rica. Ja. Und das hat auch mit einer anderen ökonomischen Situation in Costa Rica zu tun. Ab den 80er Jahren verändert sich Costa Rica makroökonomisch und auch mikroökonomisch sehr stark. Bis dahin waren diese beiden Länder sehr, sehr gleich. Es gab ein ähnliches Wirtschaftswachstum, man hat die ähnlichen Produkte angebaut. Eher wenig Bürger und Bürgerinnen der einzelnen Staaten haben im Ausland gelebt, aber jetzt ändert sich das. Costa Rica sozusagen öffnet sich, wird globaler. Man investiert ganz stark in den Tourismus. Das schafft natürlich andere Arbeitsbereiche, vor allem der tertiäre Sektor wird ganz stark ausgebaut. Die Bildung der vor allem jüngeren Bevölkerung wird immer besser und besser. Also wir haben viele, viele junge Leute, die einen Universitätsabschluss haben. Aus dem Umkehrschluss heißt das wieder, dass ihnen Arbeitskräfte wieder fehlen. Weil für die jungen Leute ist es nicht mehr so erstrebenswert, einfach auf die Plantagen zu gehen und hier Arbeit zu machen. Oder auch, was sehr, sehr häufig vorkommt in Zentralamerika, natürlich im informellen Bereich zu arbeiten. Das wird immer weniger in Costa Rica und diese Arbeit übernehmen immer mehr Nicaraguanerinnen. Und diesen Trend haben wir eigentlich seit den 80er und 90er Jahren, der anhält. Und wir haben hier eigentlich schon eine Situation, wo wir Nicaraguanerinnen in Costa Rica in der zweiten, dritten, vierten Generation leben haben, die eigentlich schon Costa Ricanerinnen sind, ja, eigentlich internationale Familien. Ja. Ich sage Ihnen das alles, weil wir bewusst in unserem Forschungsprojekt auch eine sehr historische Perspektive immer anwenden, um jetzige Entwicklungen besser zu verstehen zu können als Historikerinnen natürlich, aber um Ihnen auch ein bisschen die Perspektive zu geben, wie lang bestimmte Entwicklungen und was für eine Vorlaufzeit für bestimmte Entwicklungen haben. Was wir aber heute ganz stark sehen, dass der Nicaraguaner oder die Nicaraguanerin immer plakativ nach wie vor als der oder die andere gesehen wird. Und das war das, was wir beobachtet haben und das, was uns aufgefallen ist, sozusagen, als wir die Berichte gelesen haben. Oftmals ist es jetzt nicht
unbedingt diskriminierend gemeint. Also es gibt da in der Alltagssprache ganz interessante Beispiele. Also auf der einen Seite sind die Nickers und die Ticos und also die Costa Ricaner und die sprechen halt ein bisschen anders. Es ist so ähnlich wie zwischen uns und den Deutschen oder zwischen uns und den Schweizern. Da gibt es auch sozusagen immer Variationen. Wer das Nationalgericht beider Länder erfunden hat, das Gallo Pinto, das ist Bohnen mit Reis. Darum streiten sich die Geister. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ticos oder Nickers darum, in die Diskussion einzusteigen. Das ist ein sehr delikates Thema, aber sehr, sehr lustig und sehr, sehr niederschwellig noch. Aber wenn es um stereotype Vorstellungen geht und xenophobe oder rassistische Zuschreibungen, merken wir sehr bald, dass die Nicaraguaner immer damit oder oft damit betrachtet werden als diejenigen zum Beispiel, die dünklere Hautfarbe haben, die eher schlechtes Spanisch sprechen, diejenigen, die eher zu Gewalt neigen. Ja? Und ich merkte eben auch in dem Zuge, dass es besonders in einer politisch und ökonomischen Krise zu einer Zuspitzung dieser Diskurse kommt. Ja? Und hier möchte ich Ihnen sozusagen die nächste Folie zeigen, wo wir eben genau noch einmal sehen, ein bisschen auch die Unterschiede zwischen den Ländern, dass sie ein paar Zahlen vor sich haben oder die Dimensionen vor sich haben und auch auf die Unterschiedlichkeit der Länder in Zentralamerika hinweisen. Sie sehen hier aus der Statistik des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen die unterschiedlichen Zahlen zu den Flüchtlingen mit Dezember 2018. Das ist ein bisschen schon her, aber es ist genau die Zeit, die uns jetzt beschäftigt. Wir sehen eben hier, fast 38.000 offiziell haben hier als Flüchtlinge oder Asylsuchende Schutz gesucht in Costa Rica. Ich zeige Ihnen eine andere Zahl. Das ist das andere Nachbarland von Nicaragua, im Norden gelegen Honduras. Auf der anderen Seite nur sozusagen nur unter Anführungszeichen 80. Aber hier haben wir eine ganz andere Problematik zum Beispiel. Wir haben sehr viel sogenannte internally displaced people. Es gibt eine große Binnenflüchtlingsproblematik in Honduras. Ich zeige Ihnen das nur, um Ihnen auch den Unterschied zu zeigen zwischen zwei direkten Nachbarländern zu Costa Rica. Ich gehe jetzt hier direkt weiter und zeige Ihnen die aktuellen Zahlen auch anhand der Vereinten Nationen. Bis eben November 2018 haben eben, wie Sie auch hier genau sehen, die meisten Nicaraguanerinnen in Costa Rica um Asyl angesucht. Und es ging dann bei meinem kleinen Forschung eben genau darum, um diesen Zeitraum Juli und August, den Sie sehr genau hier sehen, dass wir hier diesen Peak hatten, wo die meisten Grenzübertritte waren. Offiziell, inoffiziell natürlich viel mehr. Können Sie sich vorstellen, dass in Zentralamerika sehr viel nicht erfasst worden ist oder nicht sehr viel erfasst worden werden konnte. Und genau in dieser Zeit formieren sich diese rechten Bewegungen, diese neuen rechten Bewegungen und vor allem auf Social Media. Und hier möchte ich Ihnen eine vorstellen, die es jetzt nicht mehr so gibt, sie ist nicht mehr so wirklich auffindbar. Das war die Gruppe Recuperemos Costa Rica, also die ist gegründet worden genau in dieser Zeit, sozusagen in diesem Peak. Recuperemos Costa Rica, was bedeutet das? Sozusagen, wie erobern wir es zurück oder bekommen wir unser Costa Rica wieder zurück? Und in der Beschreibung, ich habe das damals von Facebook, die war sehr, sehr aktiv auf Facebook, diese Gruppe. Das ist übrigens das Symbol der Gruppe. Jemand würde vielleicht denken, das hat etwas mit der kommunistischen Jugend zu tun. Ich werde das gleich auflösen, was diese Fackel im Konkreten bedeutet. Aber die Selbstdefinition dieser Gruppe war, also es sollte eine Bewegung gegen die imminente Vernichtung der Heimat sein. Ja? Und die Vision, die diese Gruppe hatte oder immer noch hat, sie ist jetzt auf anderen Kanälen wahrscheinlich aktiv, war eben hier national solidarisch vorzugehen. Vor allem die individuelle Freiheit war ihnen sehr, sehr wichtig. Und was ganz interessant war und was wir an vielen neuen rechten Bewegungen sehen,
Es ist eine Ablehnung dem sowohl einer linken Ideologie gegenüber, also das ist hier durch den Marxismus sehr gut sichtbar, aber eben auch hier dem Kapitalismus und anderen Formen der extremen Kontrolle. Also wir sehen sehr gut, wie wir es von anderen rechten Bewegungen kennen, dass Globalität oder Globalisierung oder Phänomene der Globalisierung und Migration ist ein sehr, sehr starkes Phänomen der Globalisierung, hier Angst erzeugt oder als etwas Bedrohliches angesehen wird. Die Gruppe hat ganz, ganz stark auf der Facebook-Seite Beiträge geteilt, wo es um Nicaraguanerinnen ging. Es ging dabei meistens um, wie dieses Foto hier auch zeigt, dass Nicaraguanerinnen also Arbeitslosigkeit bringen, weil sie den Costa-Ricanerinnen die Arbeit wegnehmen. Es geht um Delinquencia, also Verbrechen. Sie sind an Verbrechen meistens immer beteiligt. Sie sind im Drogenhandel tätig oder überhaupt Drogenbosse. Ja. Das ist sozusagen die allgemeine, mehr oder weniger unter diesen Aspekten wird ein Diskurs hergestellt, der Angst erzeugen soll bei der Bevölkerung. Hier ein paar Hashtags, die die Gruppe verwendet hat, auch ganz plakativ. Und ich möchte nur eine Sache hervorheben. Die Gruppe hat sich auch ganz, ganz stark gegen die Homosexuellen und die Transgender-Gruppe in Positionierung gesetzt. Fast noch mehr als gegen die Migration. Das hat auch ganz stark damit zu tun, das, was ich schon erwähnt habe, dass ab diesem Jahr eben die gleichgeschlechtliche Ehe zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen vom obersten Gerichtshof erlaubt worden ist. Also, und da wurde ganz, ganz stark von dieser Gruppe auch agitiert im Internet. Also wir sehen hier ein paar Hashtags von Ihnen. Costa Rica para los costarricenses, also Costa Rica für die Costa Ricaner, ummünzbar auch auf andere rechte Bewegungen, die wir kennen. Also unser Land nur für unsere Leute. In Costa Rica primero los de casa, ähnlich als in Costa Rica zuerst, die sozusagen schon hier sind. Ja. Refugiados sind nicht willkommen, Stopp Immigration. Also alles dieser Diskurs wurde hier sehr, sehr stark gegen Migranten und Migrantinnen geführt. Um das aufzulösen, was die Fackel bedeutet, und da haben wir wieder etwas, was aus dem 19. Jahrhundert kommt, und damit arbeiten auch sehr, sehr stark rechte Bewegungen mit historisch tradierter Nationalgeschichte. Sie sehen hier einen jungen Soldaten, Juan Santa Maria, der ist ein Nationalheld in Costa Rica. Der hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es einen Krieg zwischen verschiedenen zentralamerikanischen Staaten gegen eine Invasion von US-amerikanischen Söldnern. Und in einem Gefecht mit 1856 hat dieser junge Soldat eine Ranch, eine Hacienda angezündet, wo sich diese US-amerikanischen Soldaten versteckt hatten. Er ist natürlich umgekommen bei dieser Aktion, aber seine Aktion mit dieser Fackel, sozusagen dieses Anzünden dieser Hacienda und sein Tod haben ihn zum Märtyrer gemacht und ein fixer Teil des nationalgeschichtlichen Kanons sozusagen. Und die Gruppe, ich komme nochmal darauf zurück, damit Sie es noch einmal sehen können, greift dieses Symbol eben auf. Also wir sehen wieder hier, wie tradierte Geschichte aus dem 19. Jahrhundert eine sehr, sehr starke Rolle spielt. Nationalgeschichte, ja, wie wir sie von anderen rechten Bewegungen auch kennen. Und wie das immer sozusagen wiederbelebt wird. Und ich möchte vielleicht hier auch dann enden, meinen Vortrag, und dann das Podium sozusagen oder das virtuelle Podium eröffnen. Die politische Krise hat in Nicaragua diese Flüchtlingsbewegung ausgelöst. Die rechten Bewegungen oder die rechten Bewegungen, die sich in Costa Rica formiert haben, sind im Moment oder waren im Moment nicht so stark, dass sie den Diskurs wesentlich mitbestimmen konnten, weil im Land selber keine ökonomische Krise derzeit geherrscht hat. Aber
und das ist meine Hypothese, ist, wenn es zu einer wirtschaftlichen Krise in Costa Rica kommen sollte, können diese Argumentationsmuster sehr, sehr wirkungsvoll sein, weil sie auf einer historischen Gegebenheit sehr stark aufbauen und einfach im richtigen historischen Moment wieder aktiviert werden. Vielen Dank bis daher für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank für deinen sehr spannenden und aus der historischen Perspektive bis zum heutigen Tag reflektierenden Beitrag. Ja, also jetzt sind wir offen für Fragen oder Diskussionen. Also wer Fragen hat, bitte nur stellen. Auch per Chat gerne. Vielleicht muss man die Mikrofons alle wieder aufdrehen. Ah, ja, kann das sein? Genau. Ja. Also falls ihr es gesperrt habt oder genau. Ja, gibt es Fragen? Ich bin gerade ein bisschen mit diesem Audio einschalten. Aber ich glaube, jetzt ist das Audio schon von mehreren eingeschaltet, soweit ich das beurteilen kann. Ah, das per Chat. Okay, super, sind alle an. Außer es will jemand nicht genau. Ja, also nochmal, gibt es Fragen? Es können auch kritische Anmerkungen kommen, man muss nicht überall mit meinen Konzepten einstimmen. Ja, sonst wollte ich einmal fragen, wie ist das eigentlich für die Nicaraguanerinnen, die eigentlich jetzt schon Costa Ricanerinnen ist, also wie ist es mit ihrer Identität, wie fühlen sie sich zum Land verbunden oder sehen sich eher eben als international? Ja, gute Frage. Das ist natürlich bei den jungen Leuten jetzt schon, wir reden ja auch von Gesellschaften, die tendenziell sehr jung sind, ja, also viel jünger als unsere Gesellschaften in Westeuropa. Die meisten fühlen sich immer noch sehr stark nach Nicaragua verwurzelt natürlich, ja, oder in Nicaragua zugehörig. Ja. Das hat mit familiären Situationen zu tun natürlich auch. Aber die Kultur, die kulturellen Unterschiede sind jetzt vielleicht, wenn man als Westeuropäer das erste Mal dort ist, jetzt nicht genauso zu erkennen, aber die sind schon dann sehr stark. Es gibt in Nicaragua gibt es eine sehr viel Traditionen mit, was Literatur zu etwa betrifft. Ja. Man fühlt sich sehr, sehr an Literatur. Man hebt das auch sehr, sehr groß hinaus. Ja. Das ist auch ein sehr großes Selbstbewusstsein, was die Nicaraguanerinnen dadurch entwickeln, falls ihnen der Priester und Schriftsteller Ernesto Cardenal was sagt, der erst am 1. März verstorben ist, ja, einer der wichtigsten nicaraguanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Intellektueller. Ja. Also man identifiziert sich schon sehr stark mit der Kultur, mit den kulturellen Leistungen des Landes. Und das hat aber auch eben damit zu tun, dass die nationalstaatliche Zugehörigkeit immer noch sehr stark ist und sehr, sehr lange ausgebaut worden ist. Und das war eben auch mein Rückgriff auf die Geschichte, um Ihnen zu zeigen, dass dieses Ich bin Nicaraguaner, ich bin Costa Ricaner immer noch sehr stark ist. Bei der jungen Generation würde ich jetzt tendenziell sagen, die sind internationaler. Natürlich, die haben auch die Möglichkeit jetzt, also es ist auch sozusagen erst die Möglichkeit, auch woanders hinzugehen, nach Costa Rica zum Beispiel, oder aber auch nach Europa, nach Spanien. Viele gehen natürlich in die USA. Das größte, das Ziel von vielen ist natürlich die USA, weil es natürlich auch Verbindungen, Familienverbindungen gibt. Aber das ist natürlich das Nächste für die Zentralamerikanerinnen, hier sich in die USA
hin nach hinten zu bewegen. Ja? Also wenn Sie mal im Süden von der USA sind, Florida, Kalifornien, also in Kalifornien sind schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung oder also Latinos. Ja? Und bis nach Boston hinauf finden Sie in den öffentlichen Bussen zweisprachige Beschriftungen, also Englisch und Spanisch. Ja? Und das ist natürlich also bei der jungen Generation herrscht da natürlich eine viel größere Internationalität vor, die wir aber generell in Zentralamerika sehr, sehr beobachten können, dass die Leute doch sehr transnational denken, weil eben viele Familienangehörigen im Ausland leben. Ich kann Ihnen noch ein ganz gutes Beispiel dazu sagen. In El Salvador, durch den Krieg in den 1980er Jahren, mussten fast die Hälfte der Bevölkerung aus El Salvador sind aus dem Land geflohen. Und die meisten sind in die USA geflohen. Dadurch finden sie in El Salvador, hab ich immer das Gefühl, wenn ich dort bin, dass die Leute einem Ausländer gegenüber extrem freundlich sind. Warum? Weil die Hälfte der Bevölkerung im Ausland gelebt hat, heißt das, dass auch die Verwandten theoretisch oder sie haben irgendeinen Verwandten, egal, eine Schwester, einen Bruder, einen Onkel, irgendwer war immer im Ausland. Und das färbt auf die Leute ab, natürlich. Dadurch war ich auch immer, der von außerhalb kommt. Das war ganz normal immer. Das war ganz, ganz, im Gegensatz zu Nicaragua zum Beispiel, da ist es etwas anders. Ja? Aber in El Salvador ist das zum Beispiel ganz normal, dass man woanders herkommt. Ja? Es ist enorm international, das Land, also so wie die Perzeption ist. Ich würde halt dann noch eine Frage stellen bezüglich, wie jetzt die kostarikanische Regierung eigentlich mit Fremdenfeindlichkeit umgeht oder, also wie ist Ihre Position eigentlich zu dem Thema und wie stark ist Ihre Stimme dann auch in der Bevölkerung? Also wie diese Proteste auf dem Hauptplatz von San Jose, wie die stattgefunden haben, das war in Costa Rica ein ziemlich großes Thema. Und die wurden eben auch organisiert. Also diese Gruppe, die ich genannt habe, Recuperemos Costa Rica, noch zu erwähnen, das hauptsächlich Männer, die sich hier auch versammelt haben. Also es hat auch einen Gender-Aspekt des Ganzen. Hauptsächlich Männer haben sich hier in dieser Gruppe gefasst. Und die sind sehr aggressiv eben aufgetreten auf diesem Platz und die kostarikanische Regierung, dadurch, dass das auch international plötzlich so die Runde gemacht hat, also bis zum Standard sozusagen, hat sich dann auch der Präsident sehr schnell gemeldet. Ja, und der Präsident hat in einem öffentlichen Statement wiederholt, was die Prinzipien des kostarikanischen Verständnisses sind, was die Prinzipien des Staates sind, ja, dass es sich an internationale Regelungen hält, ja, und dass es hier eine Solidarität gibt gegenüber den Nicaraguanerinnen. Also auf den ersten Blick natürlich sehr positiv darauf reagiert. Ja. Man hat aber dann schon auch gemerkt, dass medial auch wurde von einigen Zeitungen, von liberalen Zeitungen, einige so Facts so widerlegt. Ja. Also ich habe Ihnen vorher gesagt, also die Nicaraguanerinnen sind immer die, die den Drogenhandel bedienen und die immer die sozusagen die Verbrechen begehen und die Frauen vergewaltigen, also die kostarikanische Frauen vergewaltigen. Das wurde von einer Zeitung sehr schön als eine Art Mythen widerlegt, ja, und mit Statistiken auch hinterlegt. Ja. Und das war die direkte Reaktion, also von der Regierung, aber auch von den Medien. Ja. Merkt man im Moment, dass die Costa Ricaner auch oder dass die Regierung auch teilweise Gesetze verschärft, die Polizeipräsenz, es gibt ja kein Militär an der Grenze, die Polizeipräsenz ist sehr stark und die Grenze ist nur sehr, sehr schwer jetzt zu überqueren. Und natürlich hat jetzt nicht jeder Nicaraguaner eine Chance, ein anerkannter Flüchtling mehr zu werden, wie es noch vielleicht vor einem Jahr die Möglichkeit war, obwohl sich die Rahmenbedingungen in Nicaragua nicht wirklich verbessert haben. Ja? Wenn man zum Beispiel als Menschenrechtsaktivist oder Menschenrechtsaktivistin hier oder als Journalist oder Journalistin gegen die Regierung etwas sagt oder schreibt.
Ja, das passt jetzt eh auch ganz gut, weil wir haben per Chat auch eine Frage bekommen von zwei, die über einen Account jetzt gerade zuschauen. Ja. Und zwar, was sind die administrativen Nachteile für die Geflüchteten in Costa Rica, beziehungsweise welche Einschränkungen gibt es? Wie haben sie die Chancen, ein normales Leben aufzubauen? Ja, es ist sehr, sehr schwer. Die Prozesse dauern sehr, sehr lange, die Anerkennungen. Wenn man sich das vorstellt, dass es in Europa schon Bürokratiehürden gibt, in Zentralamerika oder in Costa Rica, ist das sehr, sehr schwer. Ja. Deswegen sind die meisten Nicaraguaner und Nicaraguanerinnen darauf angewiesen, in den informellen Sektor, in den Arbeitssektor einzusteigen. Was natürlich für sie bedeutet, keine soziale Absicherung, kein Einzahlen in ein Sozialsystem, in ein Pensionssystem. Ja. Und das ist das, es wird dadurch die prekäre Lage von ihnen natürlich weitergeführt. Ja. Obwohl es sehr, sehr gute Initiativen hier gibt, dass diese informelle Arbeit explodiert. Ja. Aber es ist ein Fakt einfach in Zentralamerika, dass das existiert. Hier wird versucht, vor allem von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen, aber auch vom Staat, wird versucht, das auf eine offizielle Beine zu stellen. Also da geht es um ganz einfache Sachen, Bäckereien zu machen, ja, also Bäckereien zu gründen oder Obstgeschäfte, ja, dass die Leute wirklich einen Aufenthaltstitel bekommen, dass sie das Gewerbe anmelden können. Ganz einfache Sachen, das sind sehr, sehr schwierige Prozesse, ja, sehr, sehr lange Prozesse. NGOs sind da sehr, sehr aktiv und helfen diesen Leuten, wo der Staat nicht einspringen kann, aufgrund seiner limitierten Ressourcen auch. Aber auch auf einer gewissen Art und Weise, wo der Staat vielleicht nicht einspringen möchte manchmal. Und schaut natürlich auch, dass diese Situation sich in Nicaragua eventuell beruhigt und dass man diese Leute auch, oder diese vielen Leute, die gekommen sind, auch irgendwann einmal wieder zurückschicken kann und dass die zurückgehen in ihre Heimatländer. Ja. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Es ist viel in der Schwebe. Man muss sich das auch so vorstellen, in diesem Flüchtlingsbewegung in ganz Zentralamerika, viele bleiben auch nicht an dem Ort, wo sie gelandet sind. Die ziehen weiter. Die Mobilität ist sehr, sehr hoch, ist viel, viel höher. Ja? Die Grenzen sind gefährlich, aber sie sind noch möglich, viele über die Grenzen hinüberzutreten. Und viele sind weitergegangen auch, also nach Panama und viele natürlich auch in die USA. Ja? Ich wollte nur kurz nachfragen, wie ist es, wenn man jetzt Costa Ricanerin werden möchte? Wie ist da das Prozedere? Wie viele Jahre muss man dort gelebt haben oder was muss man für Auflagen haben? Ja, also das ist oftmals gar nicht so erstrebenswert. Ich müsste dir jetzt die Auflagen auch genau nachschauen. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie die konkret verlaufen. Aber die Staatsbürgerschaft ist dahingehend gar nicht so wichtig, da es in Zentralamerika ein relativ gutes System gibt, das ähnlich mit der Europäischen Union zu vergleichen sind. Dadurch sind alle Zentralamerikaner, haben auch wie in der Europäischen Union, freien Waren- und Personenverkehr. Ein Costa Ricaner braucht keinen Pass, er braucht nur eine Art Personalausweiskarte, die jeder dort bekommt. Ja. Das ist nicht so wie in Österreich, wo wir einen Personalausweis nicht haben, aber in Deutschland ist es ja ganz üblich, dass man einen Personalausweis hat zum Beispiel. Ja. Und sowas Ähnliches gibt es dort auch. Also ein Nicaraguaner kann mit diesem Personalausweis oder ein Costa Ricaner ganz einfach in die Länder Zentralamerikas einreisen, also nach Panama, El Salvador, Honduras, Guatemala. Ja, das geht sehr einfach. Ja, dazu braucht er keinen Pass. Es gibt einen ähnlichen Waren- und Personenverkehr wie in der Europäischen Union und sie sind auch an und für sich dessen gleichgestellt. Ja. Also die Staatsbürgerschaft ist für viele gar nicht so erstrebenswert, weil sie eigentlich eh die gleichen Rechte und Pflichten sozusagen genießen sollten. In der Praxis schaut es wieder ganz anders aus, natürlich, ja, was vor allem die Arbeitssituation betrifft. Ja, also ich würde wieder einladen, falls es noch mehr Fragen gibt oder auch wieder per Chat geben. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob sie genau her warst, aber in Lateinamerika ist es oft so in den letzten Zeit gewesen, dass evangelikale Gruppierungen immer stärker geworden sind. Ich glaube, in Costa Rica ist es nicht, wenn ich richtig informiert bin, ich ganz nicht viel anders. Welche Rolle spielen denn die eigentlich
in puncto Stimmungsmarketing Migration? Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, vor allem in Zentralamerika. Die Nähe zu den USA ist auch wieder ganz entscheidend. Die USA entsendet sogar eigene Pastoren dorthin. Ja. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Das ist eine extrem heterogene Gruppe geworden, diese evangelikalischen Kirchen. Und da traue ich mich gar nicht zu sagen, die sind so, sondern das ist eine in sich so heterogene, da gibt es alles, würde ich sagen. Da gibt es sozusagen vom Spektrum her, die sagen, wir müssen den Leuten helfen, wir erklären uns solidarisch mit denen, weil das kommt aus einer christlichen oder evangelikalen Glaubenslehre, also ganz sozusagen mit ethisch-moralischen Grundsätzen. Und dann gibt es wieder diejenigen, die vielleicht politisch gesehen oder wenn man in ihre politischen Kategorien denken, sei es am rechten Rand stehen, die eine ganz andere Herangehensweise haben, die einen ähnlichen Diskurs haben, wie eben diese Gruppe, die ich vorgestellt habe, die eben mit teilweise rassistischen und xenophoben Argumenten argumentieren, aber auch mit vor allem dem nationalistischen Argumenten. Also da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite. Die Frage, es gibt zwei Fragen natürlich. Es ist vollkommen richtig, wie Sie gesagt haben, dass die enorm wichtig sind. Die haben im letzten Wahlkampf eine sehr, sehr große Rolle auch in Costa Rica gespielt. Es wäre fast einer zum Präsidenten gewählt worden, der einer evangelischen Kirche sehr, sehr nahe steht, ja. Was das auch immer dann für das Land geheißen hat. Aber das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis die noch mehr auch politische Macht erringen in den zentralamerikanischen Ländern. Die andere Frage, die sich natürlich dann auch stellt, ist, inwieweit dann der Diskurs, den ich erklärt habe anhand einer Gruppe, inwieweit der dann mehrheitsgesellschaftlich anwendbar ist. Ja, und das ist immer der Knackpunkt, den wir, wo ich finde, oder wo ich denke, wenn es eine politische oder vor allem eine ökonomische Krise geben sollte in Costa Rica, dann wird solchen Gruppen, bekommen solche Gruppen sehr, sehr großen Zulauf, beziehungsweise ihre Diskurse werden immer wichtiger und wichtiger werden. Ja. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, also falls noch irgendwer eine Frage hat, das wäre super, oder? Ja. Ich kann vielleicht noch ganz kurz auch ein paar persönliche Anmerkungen machen. Also es gibt viele, vor allem junge, auch Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Aktivistinnen, die im Zuge dessen nach Costa Rica haben fliehen müssen und immer noch dort sind. Ja. Kollegen und Kolleginnen von mir. Auch die aktuelle Situation in Nicaragua hat sich sehr, sehr verschlechtert, ja, für kritische Berichterstattung. Das ist ein eminentes Problem, was jetzt nicht nur die Wissenschaftler haben, sondern jegliche freie Öffentlichkeit dort. Das war auch immer das Anliegen auch von mir. Und deswegen danke ich noch einmal Maya und Marcel und dem Afroasiatischen Institut hier, das ein bisschen aufs Tableau zu heben. Noch einmal diesen Konflikt auch, der nämlich auch in Zentralamerika, wir sprechen hier von Gesellschaften, die jetzt, das umfasst Mexiko, das umfasst Guatemala. Das Problem eines Landes hat direkte Auswirkungen auf ein anderes Land. Ja. Und ich denke, das ist von einer europäischen Perspektive auch, denke ich, ganz, ganz wichtig, noch einmal zu sagen, wenn wir nämlich unsere eigene Herangehensweise, was wir mit Menschen machen, die auf der Flucht sind, wo wir sozusagen oder wo die Europäische Union auch, würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen, auch sehr nicht viel Solidarität an den Tag legt oder Einzellösungen macht. Das sehen wir auch teilweise in Zentralamerika, weil wir sehen, die Auswirkungen von einem Land auf das andere sind sehr groß, weil sie so nah aneinander liegen. Und hier und dort noch mehr. Dort haben wir gemeinsame Sprache. Spanisch spricht man von Mexiko bis Panama hinunter. Ja.
Also wir haben eine gemeinsame Sprache, wir haben ähnliche Kulturen. Ja? Und das ist noch, wirkt noch einmal stärker und die Verbindungen sind noch einmal auch historisch gesehen sehr, sehr eng. Und was in einem Land passiert, hat direkte Auswirkungen auf das andere Land, vor allem heute in einer globalisierten, einer transnationalen Gesellschaft. Also das ist noch einmal auch ein ganz wichtiges Element, um das mitzubedenken, wo wir auch als Europäer vielleicht nachdenken können, dass diese Regionen oder dass diese Region eben uns in einigen Aspekten sehr, sehr ähnlich sein könnte. Oder auch gerade in Österreich, ich habe auf die Größe in Nicaraguas angesprochen, das Land hat etwa 8 Millionen Einwohner. Wir in Österreich haben 8,6 Millionen Einwohner. Das sind ähnliche Dimensionen. Da kann man sich schon ein ganz gutes Bild davon machen. Ja, ich hätte dann noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar hinsichtlich der, dieser, des rassistischen Gedankenguts. Was gibt es für Beispiele, wo es Initiativen oder Bewegungen gibt, wo man dagegen wirkt, breiter auch in der Gesellschaft in Lateinamerika, um eben diese tieferen historischen Wurzeln auch ja, zu lösen, sozusagen des Rassismus. Ja, also für die Wissenschaft, ich kann jetzt für die Wissenschaft zum Beispiel mal sprechen, es gibt sehr viele natürlich auf NGO-Bereich, sehr, sehr viele und sehr gute Initiativen. Viele auch, was die Rassismus hat auch einen Aspekt in Zentralamerika, das hat auch oft mit Machismus zu tun, also mit Gender und mit Geschlechterrollen. Ja. Das greift ineinander dort sehr, sehr stark. Für die Wissenschaft denke ich, was wir in den letzten Dekaden sehen, auf jeden Fall, dass eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen hier herankommt und versucht, ganz stark nationalgeschichtliche Beschreibungen wie nicht sozusagen neu zu schreiben. Ja? Eine neue Herangehensweise, wegkommen von diesen großen Erzählungen des 19. Jahrhunderts, von den Helden, ja? Diesen Heldenerzählungen, ja? Stärker hineinzugehen, auch in eine Form von, was sind die Geschichten Costa Ricas, ja, was sind die verschiedenen Facetten dieser Länder? Weil wir haben hier eben eine Gesellschaft, die geprägt ist von Europa, indigenen Kulturen, afrikanischen, afro-karibischen Kulturen, die sehr, sehr stark, stark natürlich aus der Geschichte her aneinander geraten sind, ja. Und um da eine sozusagen neue Geschichten zu schreiben oder neue Perspektiven zu schreiben, das sehe ich als sehr, sehr positiv an, was in den letzten Jahren passiert ist, vor allem von jungen Forscherinnen und Forschern in allen Ländern, in Nicaragua, in Costa Rica, aber in ganz Zentralamerika, dass hier sehr, sehr gut versucht wird, auch Geschichten zu schreiben. Ich finde den Plural immer sehr gut und nicht eine Geschichte Costa Ricas, weil da wären wir wieder beim alten Problem und auch die Perspektive einfach zu erweitern, dass diese Geschichten verknüpft sind, also sozusagen vernetzt sind miteinander. Costa Ricanische Geschichte lässt sich nicht aus sich heraus erzählen, sondern braucht andere Kontexte. Und deswegen auch bei mir diese weite Ausholung sozusagen, die geschichtliche Ausholung, um Ihnen auch diese Perspektive zu geben, dass es eben auch meine Perspektive ist, dass sich ein bestimmtes Phänomen, das wir heute treffen, nicht aus den letzten 15 Jahren ergibt, sondern dass wir oft weit zurückgehen müssen. Und das 19. Jahrhundert ist ein ganz entscheidendes Jahrhundert immer noch für unsere heutige Geschichte, weil viele sozusagen gesellschaftliche Formationen oder ideologische Formationen kommen immer noch aus dem 19. Jahrhundert, werden rückgegriffen oder werden heute immer noch verwandelt und in die neue heutige Zeit transportiert. Es gab noch eine Frage über Facebook und das wird, glaube ich, jetzt auch die letzte sein. Flüchten die Nicaraguanerinnen noch immer? Sind die Grenzen zu? Frage aus dem Facebook. Es gibt immer noch Bewegung, nicht mehr so viel. Sie ist immer noch vorhanden, die Bewegung. Wie gesagt, die politische Situation hat sich etwas entspannt in Nicaragua. Es ist aber immer nur eine Frage,
ob dort ein Regimewechsel kommt oder es war jetzt sehr, sehr lange die Frage, was ist mit Ortega? Ortega, also der Präsident von Nicaragua, hat sich jetzt fast 30 Tage nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Es kamen dann schon wilde Spekulationen natürlich, aber auch an diesem neuen Virus, das uns alle jetzt auch in den virtuellen Raum zwingt, ob er daran erkrankt ist oder überhaupt schon tot ist. Man weiß nicht, man kann es nicht vorhersehen. Das ist unmöglich. Was ich sagen kann, ist, dass das System, was die Frente in Nicaragua aufgebaut hat, sehr, sehr problematisch sein wird für Nicaragua noch, ja, für die demokratische Entwicklung vor allem dem. Und es ist möglich für Nicaraguanerinnen in verschiedene Länder zu reisen. Es ist natürlich auch immer mit enormen Gefahren verbunden. Das darf man sich ja auch nicht vergessen. Ja. Aber wenn in Nicaragua die wirtschaftliche Situation auch schlechter werden sollte oder die politische Situation sich in die eine oder andere Richtung entwickelt, dann kann das sehr, sehr schnell wieder explodieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Frage zu den Grenzen hatten wir eh schon mit der Polizeikontrolle. Genau. Das du vorher schon. Mhm. Ja. Ja gut, also ich würde sagen, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Vortrag und auch spannende Fragen dann danach. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich, Laurin, für den Vortrag und den Input. Und ja, also dieser Mitschnitt wird ja dann auch online gehen. Und ja, das ist hoffentlich schauen sich das dann so auch noch andere Menschen an und mal sehen. Ja, vielen Dank nochmal, Maya, und auch an das Team vom Afroasiatischen Institut, mir die Möglichkeit hier zu geben. Vielen Dank. Ganz toll. Mhm. Danke, Blicher. War sehr interessant. Dankeschön. Danke. Gerne. Danke. Ja, beste Grüße in alle Richtungen und bis bald. Tschüss. Ciao.